Die Lage ist in der Tat ernst. Sächsische Kriegsherren kontrollieren den Steinkreis im Nordosten. Dort ruhen viele, die bei der Verteidigung unseres Landes gefallen sind. Ihre Körper sind eins mit der Erde, die sie geboren hat. Begraben unter dem heiligen Schwert im Stein, das der Legende nach nur vom wahren König dieser Insel herausgezogen werden kann. Ich hoffe für uns alle, dass er bald gefunden wird. Aber wir dürfen uns von diesen Wilden nicht unsere Erinnerungen nehmen lassen. Denn aus ihnen lernen wir über den Weg, der vor uns liegt. Bellevere und ich werden euch helfen. Diese alten Knochen haben noch Kraft. Ja, eine schöne Ansprache von Merlin, dem Zauberer, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Legends. Ja, und Merlin ist ja in der letzten Folge aus Irland zu unseren Streitkräften gestoßen. Und mit ihm und dem Ritter Sir Bedivere haben wir jetzt schon zwei echt namhafte Verstärkungen für unsere Armee und sind wohl nun auch den Sachsen, die hier immer noch die Ländereien von uns unsicher machen, ebenbürtig. Mit denen liegen wir immer noch im Clinch und sollen jetzt von ihm den Steinkreis im Nordosten, den die sächsischen Kriegsherren kontrollieren, ja, zurückerobern. Und dort ist das heilige Schwert im Stein, das nur der wahre König rausziehen kann. Und wir wollen natürlich die Legende bewahrheiten und uns selber als den wahren König präsentieren und dieses Schwert da rausziehen. Aber zunächst mal müssen wir soweit kommen und diesen Steinkreis einnehmen. Gucken wir uns einfach mal die Ziele an. Sieg nimmt den Steinkreis ein, Niederlage Sir Bedivere stirbt oder Merlin stirbt, also auf die beiden müssen wir ein bisschen Auge haben. Tipps, denke ich mal, brauchen wir nicht, oder hoffe ich zumindest mal, und wir können jetzt Welle bauen, Treppen, Torhaus, Steinbruch, Ochsenjoch, Pfeilmacherei und damit haben wir auch die Bogenschützen verfügbar. Dann lasst uns mal anfangen. Da die Sachsen sammeln sich, my Lord, und ich glaube, sie haben es auf uns abgesehen. Auch wenn wir Unterstützung durch Merlin und Sir Bedivere haben, wird das ein harter Kampf. Ja, das mag sein, aber wir sollten ja nicht so unken. Erstmal die neuen Gebäude am besten ausprobieren. Hier ein paar Steinbrüche hinsetzen. Geht da noch einer hin? Nö, aber vier reichen ja auch. Eine kleine Gruppe Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Definitiv. So, was ist hier los? 71 Beliebtheit. Haben wir Steuern? Wir haben Steuern. 11 Monate. Zusätzliche Ration. Ja, wir lassen es erstmal. Wie schön. Danke. Wir lassen es erstmal. Wir sollten noch ein, zwei Gehöfte definitiv bauen, denn natürlich will ich auch ein paar Pfeilmachereien hier hinsetzen. Genug Holz haben wir ja definitiv. Ich denke mal, 5 Stück sollten genügen. So. My Lord. Und dann können wir auch die Streitkräfte. Ihr braucht mich? Ein wenig nach vorne ziehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die jetzt hier noch mit piktischen Bootskriegern angreifen, aber ich ziehe schon mal ein paar Truppen zusammen vor unserem kleinen Dorf. Der Wald ist schon von Sachsen relativ gut befreit, gereinigt, wie ihr es haben wollt. Aber hier, wenn wir einen Blick in den Osten werfen, in den Osten, wo die Sachsen sind, ist doch klar, haben wir hier auf der Anhöhe einige Bogenschützen in Begleitung von sächsischen Kriegern. Wo werden wir angegriffen? Piktische Bootskrieger, schau eine an. Also greifen die uns doch noch an. Nun gut, aber hier müssen wir erstmal durch. Dann müssen wir hier diesen Wall anscheinend überqueren. Dann geht's weiter, weiter, weiter. Noch ein zweiter Wall und hier ganz am Ende ist dann der Steinkreis, der ja auch mit einem grünen Punkt auf der Karte markiert ist. Den gilt es einzunehmen. Da oben ist es auch nochmal. So. Bedivere, kannst du dich nicht... Genau, du kannst dich auf dem Pferd schwingen. Mein Herr. Dann geht das alles durchaus rasanter und unsere Armee kann schon mal ein wenig vorrücken. So lange können wir hier mal gucken, ob wir nicht ein wenig was beim Wall machen können. Die Burg ist umzingelt. Was? Die Burg ist umzingelt? Also nur weil ich das jetzt zugezogen habe, ist die doch nicht gleich umzingelt, oder? Nun gut, 17 Lanzenträger, das ist natürlich auch eigentlich echt geil, dass wir unsere Armee hier so auffrischen können. So, achso, ich kann den Punkt da noch nicht setzen, weil ich noch nicht genug Stein habe. Der wird gleich kommen, aber komm, schwamm drüber. Ich kaufe mir den jetzt einfach mal, damit ich hier relativ fix weitermachen kann, bevor unsere Burg sich größeren Angriffen erwehren muss tatsächlich. Soweit wollen wir es. Haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern.
nicht kommen lassen. So, Bogenschützen können wir hier aufs Torhaus. Und Lanzenträger hier Rekruten erstmal hinten hin. Benötigt, Sire. Ja, Rekruten werden wir bekommen. So, ach, wegen Merlin sind wir ja noch relativ langsam, okay. Aber das sollte schon passen. So, Merlin hat auch einen Zauber, wie man hier sieht. Der Drachenodem fügt jedem, den er streift, schrecklichen Schaden zu. Und Bedivere hat das Horn von Camelot, blast in das Horn, um die Welle der Feinde niederzureißen. Ja, das sind zwei gute Sachen, die wir definitiv einsetzen werden, gar keine Frage. Und hier ziehen immer mehr Lanzenträger auf. Euer Zeichen, Sire? So, wieso geht ihr da oben hin? Bereit machen. Ach, weil wir dann da noch gar keine Treppe haben. Sag mir das doch einer. So, zack. Ja, das sollte reichen, für die Jungs da hochzukommen. Wir sind eure Leute. So, hoch mit euch. Wir werden angegriffen. Ein paar Lanzenträger hinterher schieben. Guck mal einer an. Da kommt eine kleine Truppe Sachsen, aber wir haben hier definitiv schon unsere Hauptarmee versammelt. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Bedivere ist, glaube ich, hält recht viel aus, aber Merlin als Zauberer, als Magier müssen wir auf ihn Acht geben. Der ist auch extrem langsam, wie wir gesehen haben, aber glaubt mir, der wird uns auch richtig hilfreich sein. So. Befehligt uns. Vorsicht, Männer. Die Lanzenträger rücken jetzt schon mal vor. Welche Prüfung erwartet uns? Bedivere genauso. Was gibt es? Und Merlin bitte auch. Angegriffen. So, da kommen noch ein paar Lanzenträger hinterher. Solange wir die Brücke kontrollieren, ist unsere Burg sicher. So, ein paar Bogenschützen, da haben wir schon gekillt. Das ist gut. Euer Befehl. Jungs, hoch da jetzt. Ich schwöre euch meine Treue. Ihr müsst die Typen da oben killen. Sehr gut, die Bogenschützen haben wir schon mal. Oder einen Teil der Bogenschützen. Merlin kommt langsam hinterher. Beim Blut der Drachen. Beim Blut der Drachen. Du sagst es, Bedivere. So. Gucken wir mal gerade, wie sieht's hier aus. Was sollen wir für euch tun? Oh ja, Bedivere ist noch gut am Start. Das ist ein gutes Gemetzel da. Merlin ruht nie. Na, noch ist, glaube ich, zu früh, den Zauber einzusetzen. Das wäre ein wenig fahrlässig. So, jetzt aber mal hier vorwärts. Wir verlieren gerade ein wenig viele Lanzenträger. Böses liegt in der Luft. So, Jungs, wieso gehen die jetzt auf uns, die Grünen? Erspäht, die sich der Burg nähern. Das Land braucht mich. Merlin, bitte ein wenig zurücktreten. Seht eurem Untergang ins Auge. Ein Hoch auf Merlin. Ja, so ist er nämlich deutlich effektiver. Da haben wir unsere Einheiten auch jetzt schon gut versammelt. Ach, und die haben hier ein Belagerungscamp. Okay. Schau mal eine an. Da senden wir gleich mal Achtung! Eine kleine, aber feine Gruppe Attacke! Gegen, die sich darum kümmert. Wie sieht es jetzt hier aus, streitkräftemäßig? Eure Ritter stehen bereit. Boah, 54 Lanzenträger ist natürlich nicht so viel. Das muss man ganz klar sagen. Eure treuen Bogenschützen. Okay, die gehen jetzt dahin, sehr gut. Euer Befehl, Sire. Ihr nehmt mal das auseinander. Wir werden angegriffen. Von wo? Von da? Unsere Truppen werden angegriffen. Okay. Unser Leben gehört euch. Das ist ja höchst interessant, dass wir von da angegriffen werden. Eure Soldaten sind bereit. Aber wir bräuchten definitiv noch ein wenig marschieren. Backup, um da wirklich Rekruten benötigt, Sire. Relativ solide durchzugehen. Es geht los. So, hier bauen wir schon mal eine Front auf. Ist natürlich sehr klug, dass die... Alter, Merlin. Richtig nice. Heftig, wie der Merlin abgeht. So, und das war dieser Angriff. Ja, Sire. So, da haben auch wieder schon einige Lanzen. Darauf hatte ich gehofft. Genau, nehmt die mal weg da. Unsere Bögen werden 13 singen. Bogenschützen. Okay. Sire, es geht los. Okay.
Wie sieht's mit Medivere und Berlin? Nee, Medivere und Merlin aus. Medivere hat ganz bisschen was abbekommen, Merlin noch nichts. Das ist gut. Bereit. So. Los. Auch ihr verstärkt mal die Hauptarmee. So um die 80 Lanzenträger sollten da schon sein. Und die Bogenschützen können wir einfach mal über hinterher Berg schicken. Und Tal. Und wenn die dann angekommen sind, dann haben die auch alle wieder Lanzen. Dann sollte das gehen. Medivere können Warum wir auch... werde ich gestört? Mal wieder auf sein Ross setzen. Euer Befehl. Da haben wir ihn. Zack. Schwarzes Einhorn auf rotem Grund. Das ist unser Logo. 5 Gold haben wir nur noch. Okay, es mangelt uns ein bisschen an Gold. Dann gehen wir hier doch mal auf doppelte Ration. Zusätzliche Rationen. Gehen hier schön. Auf mehr Gold. Dann können wir nämlich auch gleich mal mehr von den Jungs rekrutieren. Und den auch. So, die Armee schließt sich langsam zusammen, das ist sehr gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine ganze Menge Sachsen, da könnten wir vielleicht erstmal als Merlins Zauber... Sir Medivere hat die Gabe des Horns von Camelot erlangt, my Lord. Wenn wir vor den Wellen des Feindes stehen, können wir es zum Vorstoß einsetzen. Okay, das ist eine gute Sache. So, Truppen sollen auch schon mal nachkommen, aber das sind jetzt, glaube ich, die letzten, oder? Ja, das sind die letzten, sehr gut. Mein Herr. Dann machen wir es folgendermaßen. Vorwärts. Lanzenträger vorwärts. Befehligt uns. Gebt mir Deckung. Medivere hinterher. Sturmwolken sammeln sich. Merlin ein bisschen zurückgezogen. Vorbereiten. Und die Bogenschützen auch. So. Welche Prüfung erwartet uns? Medivere. Horn von Camelot, bitte. Oder war's das? Ja, Horn von Camelot. Sehr gut. So. Dann holt mal die restlichen Bogenschützen da runter. Gut sieht das aus. Sehr, sehr gut. Nice. Okay. Dies sind dunkle Zeiten. Ich schwöre euch meine Treue. Recht hast du, Merlin. So, jetzt will ich aber auch hier mal gleich was sehen von Merlin. Diesen Zauber werden wir gleich mal anwenden. Wenn die hier reinkommen. Jetzt. So, Merlin, dann zeig mal, was du so kannst. Alter. Nicht schlecht, Herr Specht. Also durchaus gute Arbeit. Da kommt auch schon der Nachschub. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Ja, Sire. Vorratslager ist voll. Das ist gut. Ich trigger schon mal die nächsten mit den Bogenschützen. Ah, okay. Boah, wie viel Stein haben wir denn schon? Krass. Richtig krass, aber hier können wir das einfach ganz easy verkaufen. So, 94 Beliebtheit. Das passt soweit. So kommen die Jungs Unsere ran. Sehnen sind Sehr gut. Was liegt an? Merlin, auf dich passe ich mal ein bisschen auf. Du liegst mir persönlich am Herzen. So. Den letzten erschlägt er selber. Das ist ein wahrer... Feldherr, wie er mir gefällt. Wobei Medivere ist ja eher der Feldherr und er so, ja, eher der defensivere Part. So, wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis das Horn von Camelot sozusagen wieder verfügbar ist. Da wir keine anderen, da wir keine anderen Belagerungseinheiten haben. Und hier warten wirklich einige von den Sachsen. Da müssen wir wirklich Merlins Zauber einsetzen. Aber solange hier nichts weiteres anliegt, können wir unsere Truppe nochmal geringfügig verstärken. Würde ich doch glatt vorschlagen. So, da kommen sie auch schon ran. Und langsam wagen wir uns vorwärts. Ja, das kommt wieder. Also so viel Zeit werden wir jetzt hier nicht verlieren. Können wir auch auf doppelte Ration gehen? 16 Monate. Wir können auf doppelte Ration gehen. Gehen wir mal auf hohe Steuern. Wobei wir es eigentlich nicht nötig haben, aber um die Wirtschaft mal ein bisschen in den Flow zu bringen, können wir das ja einfach mal so machen. Sonst haben wir auch keine neuen großartigen Gebäude, die wir jetzt noch bauen könnten. Also wir müssen halt wirklich nur warten, bis wir wieder... die Welle einreißen können, aber das dauert nicht mehr so lang und die Arbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Okay. Dann
packen wir die nächsten Bogenschütze und Lanzenträger mal hier hin, damit wir auch noch ein bisschen Schutz für unsere Burg haben. Falls da noch irgendwas kommt, wovon ich jetzt mal ausgehe. Was sollen wir für euch tun? Wenn so eine Ansage kommt. So, dann haben wir da auch nicht mehr so viele Truppen. Also hier, da müssen wir halt so ein Feuer-Odem reinhauen. Drachen-Odem. Korrigiere. Entschuldige Merlin, wenn ich deinen Zauber falsch euer vorgelesen Zeichen, habe. Gehen in Stellung. So, Horn von Camelot ist aber auch wirklich gleich wieder am Start. Bereit. Die Rote Armee wächst. Die Kommunisten hier am Start. Ne, wir sind politisch unmotiviert, einfach nur gegen die Sachsen. Bereit für die Schlacht, Sire. Aufs Schnellste. Da kommen sie vorbeigelaufen. Und die Sachsen haben uns so langsam nicht mehr viel entgegenzusetzen, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. So. Hier noch einmal ganz kurz die Verteidigung analysieren ohne das Overlay. Das kann man hier natürlich auch machen, so ein bisschen Kinomodus mäßig. Wo werden wir denn angegriffen? Ach. Schau mal einer an, das sind aber einige. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wer schneller ist. Wir werden das aber hinkriegen. Außerdem ist die Mission nur gescheitert, wenn unsere Jungs recken. Zusammenbleiben! Unser Leben gehört euch. So. Unsere Truppen werden angegriffen. Bogenschützen vorwärts. Ja, Bedivere vorwärts. Sire? Merlin hinterher. Ich sehe den Steinkreis, my lord. Wenn die Sachsen uns hier unterliegen, würden wir ein wichtiges Zeichen des Sieges setzen. Ja, wenn sie uns hier unterliegen, das ist natürlich stehen die Betonung. Oh, 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 Merlin. Ich hoffe, du bist gleich am Start. Dann können wir nämlich diese fette Bande von Sachsen da fertig machen. Aber wir haben es gleich. Also allzu viel fehlt nicht mehr zum Erfolg. Mit den Bogenschützen können wir da jetzt auch echt gute Aktionen starten. Gar keine Frage. Ihr braucht mich? Boah, brauchen ist ein bisschen übertrieben. Aber du bist eine gute Unterstützung, Merlin. Das kann man ja überhaupt nicht verneinen. Britzel, Britzel, Scharmitzel. Schon wieder die Straße. So, haben wir da irgendwelche Bogenschützen, die vielleicht ja uns ja, zu nahe ja kommen könnten? Ich gehe ja. Kommt eine von diesen Patrouillen hier in diesen Radius? Ja. So, jetzt. Schnell. Na, okay. Da haben wir nicht alle von bekommen, aber das war schon mal sehr gut. Vorrücken. Merlin hat aufgeräumt. Nice. Sehr, sehr nice. Da hinten haben wir auch noch ein paar Bogenschützen. Das habe ich gesehen. Aber sollte alles kein Problem sein. Was gibt es? So, da kommen auch noch ein paar sächsische Kriegsherren rübergestiefelt. In doch recht arroganter Manier schwingen sie ihre Äxte, aber das wird ihnen alles nichts nützen, befürchte ich. Befehligt uns. Wobei befürchten wäre übertrieben. Waffenbrüder, vorwärts! So. Bogenschützen in Bewegung. Bogenschützen postieren. Merlin postieren. Ich bin schon so weit gelaufen. Ach ja, Merlin. Mehr schadet auch nicht. So ist es. Hätte ich nicht besser sagen können. Merlin ruht nie. Welche Prüfung erwartet uns? So, die Bogenschützen bitte auch ein bisschen vorrücken. Lord? Und Merlin und Betty wäre ebenfalls. So, und jetzt geht das los hier. Dies ist unsere Pflicht. Ich spüre Ärger. Hol dir die Typen, Betty. Alte Sau. Okay, sie haben ihn vom Pferd geholt. Aber sonst sollten wir es gleich haben. Böses liegt in der Luft. Ja, wir haben es tatsächlich gleich. Was sollen wir für euch tun? So, nochmal aufs Pferd hier mit dir und dann nehmen wir diesen Steinkreis mal ein. Das machen natürlich Bedivere und Merlin, unsere Helden hier in dieser Mission, die uns wirklich gute Dienste geleistet haben, gar keine Frage. So, hier nochmal, ihr könnt nochmal in Linienformation gehen. Und da sind sie auch schon, Merlin und Bedivere. Merlin schreitet hinter Bedivere hinterher. Und der Steinkreis ist gleich unser. Und somit haben wir diese Mission erfolgreich
absolviert und die Ankunft der Sachsen erfolgreich überstanden und mal sehen, ob sich jetzt die Legende von König Artus der Kreis gehört uns bewahrheitet. Das dürfte eine sehr interessante Frage werden. Zunächst mal haben wir diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Wie sieht's hier aus? Ungefährlich. Gute Arbeit, Jungs. Sehr gute Arbeit. Kniet nieder. Das Land hat seinen König gefunden. Lang lebe König Artus. Die Legende wird wahr. Ja, und da hat sich König Artus nach der Legende zum wahren König gemacht, über dieses Land, die Sachsen geschlagen und mit Merlins Segen haben wir hier richtig gut aufgeräumt in dieser Mission. Standardsoldaten 49, erstellte Soldaten 247, auch viele verloren, aber dafür richtig viele Spezialeinheiten noch ausgeschaltet, 7 Belagerungseinheiten zerstört, 40 Gebäude errichtet, ordentlich Güter, bla bla bla, Ruhm, Ehre, alles schön. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zur nächsten Mission und ich bin mal sehr gespannt, was uns dann dort erwartet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao.